Hallo meine lieben Freunde von Elite Gaming, willkommen hier zurück beim LS22 im Projekthof Bergmann mit dem lieben Florian. Hallo. Ein wunderschön. So. Toll, so, dann ist er auch mal wieder aufgerammt. Bruder und so weiter läuft, das heißt, wir spulen mal ein bisschen vor. Raus aus dem Winter. Das ist nicht mehr Schnee gelegen. Alter, ist das. Gell. Dann spulen wir mal weiter. Aber, die Dinge sind ja voll, die Hühner. Geleck. Sprich, die Hähner schaden voll! Ja, wie gemerkt. Aber gut. Ja, wir müssen die Eier echt langsam wegfahren. Das geht schon. Alles ist gerade so schnell dunkel geworden, wie wenn es ein Blitz geschlagen hätte. Weil ich geb dir die Eier von hinten wieder vor. Ja. Geh vor. Ich trau mich. Du gerade wirklich über mich drüber glaubst. Nein. Oh, ich wollte sie. Ah. Das hat bloß so ausgeschaut. Du bist gerade wirklich über mich drüber. Ja, klar. Ich musste hier raus. Ah, die Pieperl an. Oh, bin Scheiße. Eigentlich hab ich einen Keuter oben. Die hab ich voll gegen die Deckenlampe pfeffert. Die kurze Decken, die sind da mal ein. Bin ich ein Lichtschalter? Ja doch, hier gibt's einen Lichtschalter. Ah! Sehr viel besser. Ich dachte zwar, das ist eine Rotlichtlampe, aber nee, es ist eine ganz normale. Top. Ah, jetzt ist er wieder da. Ich fahr mal Mist weg. Wir schlagen Eier bis hier hinten. Ich mag schon wirklich, Alter. Jetzt hat er das geschafft. Das ist Applaus wert. Ich seh nix! Bist du? So, ich knall mich. Ich orientiere mich gerade an Symbolen, Alter. An Symbolen? Kein Platz mehr bei Hühnern, Flo, Eier, alles. Die stapeln inzwischen doppelt hoch. Echt? Ja, da passt. Ey, da passt doch da mehr rein. Oder? Keine Ahnung. Schlag den hier weißes. Ich bin jetzt erstmal Mist wegfahren. Das ist gut. Aber wenn ich die untere nehme. Muss man von den Kühen den Mist auch selber rausholen oder wird der automatisch rüber gespawnt? Also ich habe eine Mischplatte gesehen, also ich glaube, der wird rüber gespawnt. Jetzt ja, ich fahr da auch immer hin zu der Mischplatte. Aber ich sehe halt nichts jetzt. Es ist Nacht. So, der muss eigentlich inzwischen. Bruder. Käse. Oh, es ist wieder Tag. Okay, kann man wohl bloß nicht schön. Nee, hier ist nichts drin in dem. Jule, haben wir 8000. Oh, und jetzt hier mit Flo, wir können den Mischer hier machen. Wir haben kein Gras. Ja doch, wir haben Zill und Gras hier. Ja, aber... Achso, ja, also stimmt. Ja, dann... Theoretisch könnten wir eins machen. Also denken ja, wir den Film schon. Das ist ein guter Anschluss. Alter, irgendwie sind das viele Eier. Nein, die doch nicht. Da komme ich da so rüber? Nein, komme ich nicht. Da. Oh, da sind da, lass uns Scheiben zu, oder?
Jo, den dicksten hat er gemietet. Hey, ich hab gekauft. Flo. Hm? Ich hab den gekauft. Oh. Hätte ihn nicht kaufen sollen. Hm? Oh, warte mal. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, hast du jetzt echt Kraft? Ja. Warum? Weil wir sowieso irgendwann einen brauchen. Ja, aber doch nicht den fettesten, was es gibt. Ja, das ist nicht der fetteste. Das ist ein fucking Zweiachser. Ja. Der hat nur 5000 Euro mehr kostet und hat 2 Kubik mehr und alles. Alter, der haut Geld aus wie nix. Ja, wegen 5000 Euro. Den ganz kleinen hätte ich sowieso nicht genommen, weil ich den irgendwie scheiße finde. Es gibt Mods, die wo gut sind, die wo für unsere Größe passen und vielleicht ein Drittel von dem, was der kostet, dann kosten. Ja, das ist. Der kauft auch irgendeinen grünen Scheiß aus irgendeinem komischen Land, das wo ich nicht kenne. Naja, wir brauchen noch Mineralfutter. Das kann möglich sein. Ich hätte vielleicht eine kleinere nehmen. Ich hab nicht gesehen, dass es dort noch eine ganz kleine Kuh gibt. Ich hab dann, oh Mann. Das ist der Ding, der kleinere ist und ich wollte nicht den ganz kleine kaufen. Das wird nur unser Ruin, der Junge. Nein, das ist nicht gut. Nee. Den brauchen wir so oder so. Und grün passt zu unserem Hof. Ja. So, park ich ein bisschen hier. Ja, so hässlich ist jetzt das Grün auch wieder nicht. Sie schaut aus, wie wenn er kotzen würde. Nein. Stell dir das, sagt der Fahrer, der Fahrer ist jetzt so schlecht bei Punkt. Ich hab die Marke bis vom 22er nicht mal erkannt. Ja, ich auch nicht, deswegen red doch. Weil sie irgendwo aus hinter Timbuktu ist. Also. Nein, das ist nicht aus hinter Timbuktu. Mensch, du hinter Dupling, aber nein! Ja, das kann auch sein. Joge, komm. Was kann man? Ich habe eine Bitte an Lord Farmer Eddy. Warte, doch Farmer Eddy, warte. Mit ja. Dem Bergmann im Gehirn. Ja, ja. Schraub die Schubkarre auf 40 km/h, Alter. Was? Die Sachen sind übelst langsam. Ja, mit dem Fahrrad geht sie auch. Ja, es ist aber auch ein Radlung. Schubkarre. Ach, kann doch mal schnell mit dem Kanal laufen. Ich will bloß. So, schau mal dann. Ich hab ein Pipalo befohlen. Und was? Pipalo? Pipalo. Alle. Oh nein, wenn ich schiebe, kann ich kein Ding mitnehmen. Ein wenig high geworden.
Also haben wir jetzt da mal überschaubar. Haben wir fast. Warum nicht? Ah, hier ist. Ey! Ey! Hey, da ist er mit. So, wenn wir nochmal schauen, hi. Norwegen Silo. Haben wir jetzt so ein Ding? Der macht Moonwalk. Wer? Der Typ. Also? Das kann sein. Da sieht man richtig, dass die Laufanimation eigentlich richtig scheiße ist. Der rutscht auf den Boden. Junge, schieb mich nicht weg. Mach ich doch nicht. Weil der nimmt jetzt gerade immer einen Case. Weil die guten IHC. Für den Ding. Wie war das denn? Ja. Hier, du hast den Gast. Die Dinge, ja. Das hängt ja wegen komisch, aber. Das ist aber bei mir auch schon so. Nee, warum? Warum einfach? Oh. Ich bin aber kritisch mit Fieb. Was ist betrieben? Ich würde wenn kritisch mit Fieb, warte mal, ich häng mal einen Jolly ran. Achso. So, 102 Menge Silo. Und wie viel geht denn da überhaupt rein? Theoretisch kann man es dann einmal so machen. Einmal das Silo reinklatschen und dann unter das Ding öffnen. Und hat dann Haiauswurf. Ich fahre wegen zum Silo ran. Ja. Wäre sehr vorteilhaft, ja. Und ich schaffe das ohne Probleme. Hier sind wir dran. Noch ein Stück, noch mehr. Ach, ist leer. War noch eine Schaufel. Ja, du brauchst noch ein paar mehr Schaufeln. Nee, du stehst schon wegen Ski. Na, aber. Das ist da ist der ganze Gruppe da. Das ist der Lesphysik, das geht an. Ich hätte ihn fliegen sehen. Wie gekönnter Fahrer, das weißt du. Ja. Die Kubik gehen ja dann bei die neu. 24 Kubik.
Ah, schön. Aber du kannst schon noch mal scharf ist das Cellulay haben. Ja. Ich bin in Ordnung, jetzt knapp 2 Kubik, so was mit 1,8 oder was ist denn? Warte, ich dreh mal auf den Kuh, der dreht sich dann schneller. Nee. Haben wir gesagt, der ist nein. Vielleicht steht das im Skript von 19. Modell her. Normalerweise soll ich von dem Feld gar nichts, sondern nur mein Johnny, ich stehe direkt vom Auspuff. Aber ich höre nur dein Feld, wie er dir gefällt. Ist gut. Oder Pump halt. Wollen wir Strom nicht auch noch reinhauen, oder? Ja, natürlich, ne? Strom zum Strecken. Ja, deswegen. Strom muss ja halt, rein. Dann würden wir es halt abpassen. Wann Silage Ende, habe ich noch genügend dran und dann Strom. Strom muss ja fast rein. Kühe essen Stroh auf. Ja. Auch von Strom sogar, ja. Also wenn die Schaufel zu weit ausgibt, dann kommt eine Aktion, kann nicht durchgeführt werden. Eine Schaufel auf der Uni schnell Strohball. Das ist Heu. Den Fett lupft sich geil weg, Alter. Tja, weil es bergab geht und davon 2 Kubik Silage drin sind. Wie soll ich mich bergauf stellen? Du leer, warte, ich hol mal kurz den Heu. Jo. Will er uns so schon düngen werden? Von mir. Jo. Du kannst da gleich mal einen Strohball hin. Na. Schau, wie viel hübsch die da sind. Da müssen wieder Heu machen. Jetzt, Jan, war das wirklich gerade schwierig. Vielleicht der nicht. Was schleift? Boah, der von da schleift doch, Alter. Wo soll der denn schleifen? Am Boot. Wo soll der am Boot schleifen? Der die Überschritt unten hin. Hey.
Wenn ich ganz runter drücke, bin ich mit der Vorderachse in der Luft. Deswegen meine ich ja, ob der nicht schleift am Boden. Warum soll der Vielleicht irgendwie. Macht doch keinen Sinn. Er hat wegen arg weit unten aufgeschaut. Wenn er schleifen würde, wäre ich mit der Vorderachse in der Luft. Ja, muss ja aber viel also, mal schleifen, damit die Vorderachse nachher wegen Griff hat. Was wird abgeladen? Was habe ich abgeladen? Wollen wir einen Balken? Einen, oder? Einen, jo. Dann spießen wir mal den hier auf. Das ist ein 5 Kubik Ballen. Ja, warte, ich geh rein, ich sag, wann du wieder raus. Ich heb ihn rein. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ist voll. Ist voll, ja. Ist es eine Mische? Ist genau ausgegangen. Ist es eine Mische? Ja, aber ganz klar, okay, 11% Stroh. Ja, das ist gut. Das heißt, wir können für die nächste Mische den Ball nochmal verwenden. Beziehungsweise den können wir gleich dann, beziehungsweise, der Kiel werden Füße dann, oder? Wahrscheinlich. Ja. Genauso wie die Folge, liebe Leute. Jetzt sind wir mit der Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Moderation, die niemals filmen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, der kostet noch keinen Cent. Den roten Knopf drauf, wer hat den getan? Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpassen. Das war's von mir. Ich habe gerade diesen Nähkipp gekündigt. Oh, das ist gut. Dann sehen wir schon bald eine weitere Folge hier auf der Hochbergmann im LS25. Das haben wir dem aufgespießten Philipp. Und bis dahin macht es gut. Haut rein und ciao, ciao.